Fall. Ach ja, da hinten habe ich das Wasser vergessen. Hier ist es schon fast leise, das ist toll. Da bleibe ich jetzt stehen, bis der Regen aufhört. Ich weiß, es gibt Befehle, um den Regen zu stoppen. Aber wenn wir den jetzt ständig nutzen, dann macht das doch alles keinen Spaß mehr. Auch wenn der Regen wirklich etwas überflüssig oft kommt. Aha. Ich wollte jetzt so eine schöne Stunde hier machen, dass wir ein bisschen vorankommen. Jetzt halt im Regen ist halt blöd, dort unten zu arbeiten, weil jetzt von allen Seiten wahrscheinlich die Untoten kommen werden. So, jetzt haben wir gar nichts mehr zu futtern, so wie ich das sehe, oder? Ja, nicht gerade gut. Ruhe. Ein kleines bisschen Frieden. Ach doch, einen Apfel haben wir. Na gut, das heißt, wir können momentan nicht rennen und sollten uns darauf beschränken, mal die Sprungtaste zu meiden. Wir können jetzt einfach mal den Dreck anbringen. Das heißt, hier könnte irgendwie so ein Herrenhaus sein. Ich möchte eigentlich diese... Ist hier Wüste? Ah, oh, ah, toll. Tolli, toll, toll, toll. Wüste. So. Hier müssen wir jetzt natürlich ein bisschen anpassen. Also ich denke mal, wir machen das jetzt einfach, dass das hier so ein bisschen... Der kommt weg. Der auch. Obwohl, der kann bleiben. So, dann haben wir hier auch gleich nochmal ein bisschen mehr Sand. Brauchen wir auch jede Menge. Was sagen eigentlich meine Statistiken? Das sind ja die Gesamtstatistiken. Aber welchen Block habe ich momentan am häufigsten abgeerntet? Hä? Haben die Statistiken doch wieder resettet? Ich dachte, die wollten sie nicht mehr resetten. Na toll. Ist ja doof. Nee. So, doch, haben sie doch nicht resettet. Ja, ich glaube, das spricht für sich. So, und jetzt müssen wir wieder in das Regengebiet rein. Ja, ich weiß, nervig, ätzend. Ich hasse Regen. Ich hasse Regen genauso wie ihr, vor allem, weil er nutzlos ist einfach. Ich meine, würden jetzt Pflanzen im Regen schneller wachsen oder irgendein positiver Effekt wenigstens. Aber nur dieser Scheiß-Sound. Ich meine... Habt ihr jemals so einen Regen gehört? Außer es ist wirklich Starkregen und der hält doch keine 5 Tage an. Das ist einfach nur Schikane fast schon. Weil es einfach nervig ist. Mehr nicht? Es ist nur nervig. Man kann den Regensound auch nicht einfach löschen, weil der wird sofort beim nächsten Neustart wieder eingefügt. Also da weiß ich manchmal nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, Schnee hat wenigstens noch eine Rolle. Schnee bleibt liegen. Man kann ihn dann ernten und craften. Ja. Toll, jetzt sind wir so richtig im Zentrum des Sturms hier. Jetzt kommt mir bitte nicht in die Kommentare mit irgendwelchen Mods. Ihr wisst doch, wir spielen zwischendurch auch immer mal wieder Snapshots. Das heißt, Mods bringen vielleicht für ein, zwei Folgen was. Und ab der nächsten Folge habe ich dann schon wieder ein Snapshot drauf mit den neuen Monstern der 1.6-Version. Was weiß ich. Und schon sind wir wieder gearscht. Gott, ist das noch eine große Fläche. Ups. Der hier sollte weg. Ne, der da sollte weg, oder? Ich glaub schon.
Naja, wir damit weit kommen werden. Hat's aufgehört? Nein. So. Jetzt ziehen wir mal hier ein paar längere Bahnen. Sieh an, 20 Minuten schon aufgenommen. Na toll. Okay, dann machen wir hier weiter. Zumindest, man muss es so sehen, in unserem Sommerstrandparadies wird es wohl nie regnen. Ups. Ich weiß, wir haben irgendwann mal angefangen, hier den Sand abzuernten. Und jetzt pflanzen wir ihn wieder hin, weil wir ja bescheuert sind. So, erstmal bis hier. Zwischendurch einen Kiesweg. Oder nee, machen wir doch hier am Strand einen Cobblestone-Weg. Sparen wir uns da mal den Kies auf. Und wir von hier anwechseln. Naja, irgendwo musste Aria die Rohstoffe herholen. So. Blub. Schon einen falsch gesetzt. Ja, und schon sitzen wir irgendwo drin. Haben dann natürlich jetzt auch wieder Dreck gewonnen. Es hat jetzt wirklich aufgehört zu regnen. Ich bin ja begeistert. So. Und dann auf der untersten Ebene. Bis hier. Da könnte man später noch Treppen reinmachen. Ja, ja, ich weiß. Oder lassen wir die Stellen, wo die Treppen hin könnten, doch einfach gleich frei. Dann holen wir sie nämlich, sobald hier der Weg fertig ist. Setzen sie dann dorthin. Und freuen uns einen Keks. So, das ist hier ja quasi nur der Nebenstrand. Der Hauptstrand wird ja dort hinten hinkommen. Das hier ist quasi so der Eingangsbereich. Nein. So. Holz wäre bestimmt auch eine gute Alternative gewesen. Aber wir haben uns jetzt auf Stein geeinigt. Ist vielleicht auch mal ein bisschen abwechslungsreich. So, jetzt hier lang. Und ab hier, da müssen wir mal gucken, dass wir das hier noch alles so ein bisschen ebener machen. Vielleicht machen wir das auch nur bis hierhin irgendwie. Oder wir könnten auch da hinten hin ausbauen. Das wäre halt, da müssten wir halt vielleicht hier so eine Abzweigung machen. Und da ist unsere Schaufel kaputt. Legen wir noch schnell den Cobblestone hin und dann holen wir uns einfach mal neue Sachen. Da möchte schon einer wirklich als Badegast hier schwimmen. Vielleicht auch ein paar Holzzäune, die würden sich doch eignen, um hier die Dinger hinzusetzen. Die Fackeln. So. Ja, ich weiß, mir hängt ein Skelett im Nacken. Und ich mache mir Gedanken darüber, dass ich die Fackeln richtig setze. Zumindest ist der Bereich jetzt schon mal viel friedlicher geworden. Habe ich den Apfel schon gegessen? Ach Mann, ich habe Hunger. So, ein bisschen Eisen. Irgendwas, was wir essen können. Zur Not frisst der Teufel fliegen. Heißt das doch. Ich bin
nicht der Teufel, aber das sind ja auch keine Fliegen. So, und dann wollte ich Zäune machen. Habe ich den hier so schnell aufgespaltet? Naja. Zäune. So. Und zwei weitere Schaufeln. Und Treppen. Das kann hier bleiben. Das kann erstmal auch hier bleiben. Das auch, das auch, das auch. Das auf gar keinen Fall. Davon können wir auch mal ein paar mitnehmen. So. Gucken, ob es heute geht. Wunderbar. Da können wir die Nacht wenigstens zum Tag machen. Haha, ihr kommt hier nicht rein. Oh, man merkt, es funktioniert wunderbar. Außer natürlich der Zombie da auf Aris Dach. Oh, Zeug. So, hier hin. Und hier hin. Damit es nicht so klebrig aussieht. Machen wir es hier einfach mal schon mal zu. Hinterher machen wir hier bunte Tücher hin. Da graben wir einfach Sandblöcke ein. Wollblöcke. So der Liegebereich, der Weg hin. Vielleicht bauen wir auch noch eine kleine, also höchstens drei Blöcke hohe Mauer um den Strandbereich herum, einfach damit fremde, unerwünschte ihn nicht einfach betreten und entweihen oder missbrauchen. Mir fällt gerade keine nettere Beschreibung dafür ein. So, das kann hier ruhig direkt am Rand entlang laufen. Hier oben kann man sich ja auch noch hinlegen. Und dann würde ich sagen, kommt da das Strandhaus hin. Und das hier, das machen wir dicht. So, dann kommt hier nämlich so ein kleines Plateau hin, wo dann noch der Weg entlang läuft. Das zeichnen wir uns mal schnell ein hier. Dass wir dann quasi ungefähr so. Dann setzen wir mal rein den Cobblestone. Die Strandhütte oder Strandbar sollte jetzt nicht unbedingt aus Stein gebaut werden. Da reicht schon der Weg hier. Es ist halt so ein professioneller Badestrand, der halt schon gefliest ist, damit die Leute nicht überall über den heißen Sand müssen, sondern lieber über die scheiß heißen Steine müssen. Was den Füßen eventuell genauso Scheiße bekommt, allerdings bleiben sie dabei relativ sauber. So, hier kommen dann auch Fackeln hin. Abständen, so ungefähr. Auf der Seite da hinten werden wir das steil machen. Wir werden also so eine glatte Cleanstone-Wand hier liefern. Zumindest das hier vorne kommt alles weg. Da wird dann quasi das Becken noch ein bisschen weiter ausgedehnt. Hier kommt die Mauer hin, da kommt ein Turm drauf und hier kommt ein Wasserfall hin. So habe ich mir das jetzt in etwa vorgestellt. So, ein bisschen Cobblestone hier rein. Machen wir das hier nämlich jetzt dicht. Obwohl hier sollte es eigentlich auf der Höhe sein. So. So ungefähr. Also bis hier hin. So.
dann der Rest halt.